Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Mach dir keine Sorgen, mein kleiner Schatz. Mama und Papa werden die Miete schon zusammenbekommen. Teenie-Mutter Nele Lorenz hat Mietschulden. Ja, hallo? Hey, Prinzessin, ich bin's, Marvin. Na, hast du die Blumen bekommen? Ja, hab ich. Dankeschön. Ja, dankeschön. Ist alles? Ich meine, du bekommst die schönsten Blumen der Welt und ich bekomme ja Dankeschön. Ja, aber du weißt genau, dass wir die Miete damit auch nicht bezahlen. Ah, oh, Mannchen. Jetzt komm ich wieder mit der Miete an, ey. Das muss ich aber. Ganz ehrlich, wir sind dem alten Huber schon 3 Monatsmieten fällig. Und bis morgen hat er uns die Frist gesetzt. Ich meine, wir fliegen raus, wenn wir das jetzt nicht bezahlen. Also mach nicht einen auf cool. Ja, ich weiß. Aber glaub mir, dazu wird's gar nicht kommen. Ich hab da so einen Plan. Ich hab so einen Ass im Ärmel. Ja, wo treibst du dich eigentlich rum? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Das ist ein Geheimnis nicht. Ey, ganz ehrlich, ich hab echt keine Lust mehr auf deine Kindereien. Hör zu, lass uns jetzt nicht streiten, ja? Wir sehen uns einfach später, gib Sarah einen Kuss von mir und ich hab euch lieb, das weißt du, ja? Ja, will ich auch. Bis tschüss. Dann. Als wären ihre Gebete erhört worden, regnet es plötzlich Geldscheine vom Himmel. Nele eilt in den Gemeinschaftsgarten des Mehrfamilienhauses und sammelt eilig das Geld ein, das sie so dringend für die säumige Miete benötigt. Dabei wird sie von einer Gestalt im Batman-Kostüm beobachtet. Rebecca Lorenz weiß noch nichts von dem plötzlichen Geldsegen, der auf ihre Schwester hinabgeregnet ist. Hi, Rebecca. Hi. Krieg ich noch einen Kaffee oder bin ich schon zu spät? Ach, na klar kriegst du noch einen Kaffee. Aber nur, weil du es bist. Wir schließen gleich. Danke, das ist lieb. Kein Ding. Schwarz ohne Zucker bitte, wie immer. Ja. Ja, es hat heute auf der Arbeit etwas länger gedauert, sonst wäre ich natürlich schon früher gekommen. Ich habe mich schon gewundert, wo du bist. Ohne deinen Kaffee geht doch gar nicht. Stimmt, ohne Koffein bin ich nur ein halber Mensch. Also, wenn ich so viel Kaffee trinken würde wie du, dann würde ich senkrecht im Bett sitzen. Außerdem habe ich eh schon Schlafstörungen. Wegen deiner Schwester? Neles Probleme rauben mir noch den letzten Nerv. Die Mietsache, von der du mir erzählt hast, ist Nele immer noch im Rückstand? Ich mache mir echt große Sorgen. Ich würde ihr ja helfen, aber ich bin ja selber pleite. So ein Mist. Ja, das kannst du laut sagen. Außerdem habe ich dem Marvin, Neles Freund, ein Auto gekauft, damit er als Pizzabote arbeiten kann. Und der hat die Karre an den Pfosten gesetzt, der Idiot. Dann ja. Vielleicht drängt sich ja alles irgendwie wieder ein. Nee, das glaube ich nicht. Diesmal sitzt der echt in der Scheiße. Ach nee, wenn man vom Teufel spricht, was machst du denn hier? Hallo. Ich wollte dich mitnehmen. Hatten wir was ausgemacht? Nein, nein, das nicht, aber ich habe eine Überraschung für dich. Und außerdem habe ich für dich gekocht. Was denn? Das verrate ich nicht, du musst schon mitkommen. Gehen Sie ruhig, Rebecca. Ich kann den Rest auch alleine fertig machen. Super, okay. Dankeschön. Na komm, zack, zack, mach hinne. Nicht. Du weißt, dass ich nicht gerne warte. So. Vielen Dank. Du bist der Beste. Mach's gut. Ciao. So let the walls come down. Nele ist immer noch nicht dazu gekommen, ihrer Schwester von dem Geldregen zu erzählen. Ich bin froh, dass Sarah endlich schläft. Die war heute echt quengelig. Ja. Boah, das riecht ja richtig lecker. Ja, ich habe mir auch echt Mühe gegeben. Lasagne mit extra viel Käse und Tiramisu habe ich auch noch. Und wieso? Du hast dich ja richtig ins Zeug gelegt. Gibt es irgendeinen Grund dafür? Ich finde schon, aber jetzt hole ich dir erstmal dein Geschenk. Geschenk? Hier. Mach auf. Einfach für dich, weil du die tollste große Schwester bist, die man haben kann. Was ist das? Was? Du bist ja verrückt. Ja, bin ich. Aber die hat dir auch neulich so gut im Schaufenster gefallen, weißt du noch? Ja, ich weiß, aber die hat über 100 Euro gekostet, Mann. Mach dir darüber keine Gedanken, das bist du mir einfach wert. Ja, und woher hast du das Geld? Du bist doch pleite. Wenn ich dir das erzähle, dann glaubst du mir gar nichts mehr. Das wird bestimmt Marvin sein, der hat mal wieder seine Schlüssel vergessen. Aufwand, Polizei! Ja, hallo, ist irgendwas mit Marvin? Ist dir was passiert? Nein. Okay, da bin ich ja schon mal erleichtert. Was wollen Sie dann? Sind Sie Nele Lorenz? Ja, wieso? Ihr Vermieter, ein gewisser Eddie Huber, beschuldigt Sie, aus seiner Wohnung 5.000 Euro entwendet zu haben. Ganz ehrlich, das ist absoluter Schwachsinn. Ich habe dem Typen gar nichts entwendet. Ja, haben Sie sicher nichts dagegen, wenn wir uns bei Ihnen in der Wohnung umsehen?
Hier ist der Durchsuchungsbeschluss. Ich kenne eine Anwältin, die rufe ich gleich an. Bis dahin sagst du kein Wort. Aber in die Wohnung müssen sie uns trotzdem lassen. Ja, okay. Während die Beamten die Wohnung der jungen Eltern nach dem gestohlenen Geld des Vermieters durchsuchen, ist Rechtsanwältin Simone Dahlmann bereits auf dem Weg. Hallo, Frau Dahlmann. Hallo. Kommen Sie Hallo. Rein. Schön, dass Sie es so schnell geschafft haben. Nele? Das ist Hallo. Meine Schwester. Hallo. Sie haben nichts gefunden, oder? Das ist übrigens Frau Dahlmann, meine Anwältin. Sie Hallo. Kommen gerade recht. Die Polizisten haben die ganze Bude auf den Kopf gestellt und von den angeblichen 5.000 Euro, die ich gestohlen habe, soll nichts gefunden. Für uns bleiben Sie trotzdem verdächtig. Sie können das Geld ja auch woanders versteckt haben. Hast du was gefunden? Aber ich habe nichts geklaut. Daran liegt's. Meine Mandantin bestreitet, etwas mit dem Diebstahl zu tun zu haben. Und die Beute wurde hier nicht gefunden. Deshalb darf ich Sie bitten, jetzt zu gehen. Ja gut. Komm, wir gehen. Ich bin echt froh, dass die endlich weg sind. Ich habe mit dem Diebstahl nichts zu tun. Ganz ehrlich, mein Vermieter ist verrückt geworden. Ich würde vorschlagen, Sie erzählen mir jetzt erstmal alles ganz in Ruhe. Ja, klar, gerne. Ich schaue noch kurz nach meiner Tochter. Vielleicht möchte die Dame ja was trinken. Gerne. Ja, klar. Wasser oder Saft? Lieber Wasser. Lara schläft immer noch seelenruhig. Frau Lorenz, hatten Sie denn früher schon mal Probleme mit Ihrem Vermieter? Naja, also er ist halt sehr pingelig und der wohnt halt oben im Haus. Das ist mal ein bisschen problematisch. Er steht halt schnell auf der Matte, wenn irgendwas nicht stimmt. Das nervt schon ein bisschen. Tja, vielleicht findet er es aber auch nicht so lustig, dass ihr mit der Miete im Rückstand seid. Ja, schon. Wollen wir erst mal rübergehen? Das ist ein bisschen gemütlicher. Ja, gerne. Wie viele Mieten sind es denn? 3 Monatsmieten. Wir müssen das Geld immer bar in seine Wohnung bringen. Das ist schon ziemlich gruselig da. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie der Typ da so leben kann. Aber naja, im Grunde gehen die Mieter da ein und aus. Das heißt, das Geld kann jeder entwendet haben. Nele, das ist deine Anwältin, der kannst du die Wahrheit sagen. Ja, aber ich sag die Wahrheit. Oh, bist du denn bescheuert? Du jammerst mir vor, du hättest keine Kohle, ja? Und dann kaufst du eine Kette. Entweder du hast die Kette geklaut oder das Geld. Also wenn ich die Wahrheit sage, glaubst du mir sowieso nicht. Das Geld, das ist buchstäblich vom Himmel gefallen. Oh, jetzt drehst du völlig durch. Nein, jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe einfach aus dem Fenster geguckt und da ist es dann herabgefallen. Bin ich runtergegangen und hab's aufgehoben. So war's. Selbst wenn es vom Balkon runtergeflattert ist, dann gehört das Geld jemandem. Vielleicht deinem Vermieter. Ganz sicher nicht. Der wirft bestimmt nicht einfach so Geld aus dem Fenster. Und zudem, frei nach dem Motto, wer es findet, der darf es behalten. Moment, ganz so einfach ist das nicht. Selbst wenn es sich nicht um das gestohlene Geld handelt, müssen Sie es ins Fundbüro bringen. Sie laufen sonst Gefahr, sich wegen Unterschlagung strafbar zu machen. Ja, das kann gut sein. Leider ist die Problematik nur, dass Sie es schon ausgegeben haben. Oh, wie viel war es denn? Ja, nur so 200 Euro. Ja, hättest du das Geld nicht für die Miete benutzen können, als Anzahlung. Und Sie bleiben bei dieser Geschichte mit diesem ominösen Geld reden? Das ist wirklich keine Geschichte. Das ist so passiert, auch wenn es unglaublich klingt. Gut, dann werde ich jetzt erstmal mit Ihrem Vermieter reden. Ich möchte wissen, warum er Sie verdächtigt. Vielleicht kann ich dabei auch herausfinden, wer sonst als möglicher Täter in Betracht kommt. Als die Anwältin wenig später mit dem Vermieter sprechen will, wird sie im Treppenhaus Zeuge einer interessanten Unterhaltung. Onkel Eddie, du hast mir die Wohnung doch versprochen, Mann. Ja, ich weiß. Ich werde mich auch daran halten. Aber ich kann ja auch nichts dafür, dass das jetzt so lange gedauert hat. Aber du weißt genau, ich muss dort die Handwerker beauftragen. Und dafür brauche ich nun mal ein Datum. Ja, bis morgen wirst du dich schon noch gedulden müssen jetzt. Na schön, bis morgen. Und wenn es morgen wieder nichts wird, dann bin ich dir diesmal echt sauer. Du hast den Einzugstermin schon so oft verschoben und ich will einfach nicht noch länger warten. Ich hab's ja verstanden. Alles klar, dann bis morgen. Okay. Augenblick bitte. Sie sind doch der Vermieter von Frau Lorenz. Ja. Gab es da eben Probleme mit dem Herrn? Ah, die Jugend. Immer so ungeduldig. Und was wollen Sie von mir? Simone Dahlmann, ich bin die Rechtsanwältin von Frau Lorenz und ich würde gerne kurz mit Ihnen sprechen. Haben Sie eine Minute? Meinetwegen. Danke. Kommen Sie rein. Das sind meine Prachtstücke. Interessieren Sie sich auch für Tiere? Ja, aber mehr so für die Lebenden.
Ach, lebende Tiere, die machen nur Dreck und sie stinken. Außerdem sind Tiere gegen die Hausordnung. Ja, aber die machen sie doch selbst. Sie sind der Vermieter. Ja, schon, aber wenn ich mir so einen Hund zulege, dann wollen meine Mieter alle auch so einen Köter. Nein, nein, so ist es schon besser. Aber was wollen Sie denn jetzt eigentlich von mir? Es geht um den Diebstahl in Ihrer Wohnung. Soweit ich weiß, sind 5.000 Euro weggekommen. Ja, ganz genau. Hier aus dieser Schublade hat sie es mir rausgenommen. Es ist doch überhaupt nicht bewiesen, dass meine Mandantin das Geld gestohlen hat. Da war es drin und jetzt ist es weg. Bewahren Sie immer so viel Bargeld zu Hause auf? Glauben Sie, auf der Bank ist es sicherer? Nein, denen traue ich nicht über den Weg. Aber meinen Mietern traue ich auch nicht über den Weg. Ich prüfe jeden Schein von denen mit einem Geldprüfstift. Und wenn der Schein in Ordnung ist, mache ich meine Signatur drauf. EH. Aber das Geld ist bei meiner Mandantin nicht gefunden worden. Also, wie kommen Sie darauf, dass sie die Täterin ist? Bitte. Das Mädel war heute Morgen noch mal bei mir. Rotz und Wasser hat die geheult und mich noch mal angefleht um einen Aufschub mit der Miete. Ja, und haben Sie ihr diesen Aufschub gewährt? Nein. Seit 3 Monaten habe ich keinen Cent mehr von denen gesehen. Von irgendwas muss ich ja schließlich auch leben. Aber ich ertrag es nicht, wenn Frauen weinen. Und da bin ich kurz raus, um ihr ein Taschentuch zu holen. Und in dem Moment muss sie mir das Geld da rausgestohlen haben. Haben Sie Frau Lorenz dabei beobachtet? Nein. Aber ich wünschte, ich hätte sie und ihren Freund schon längst rausgeworfen. Die führen sich auf wie die Wilden. Ständig gibt es Streit. Erst heute Morgen wieder. Würden Sie mir das mal bitte genauer erzählen? Also, ich bin wie immer zum Bäcker morgens. Und da sehe ich die auf der Straße, wie die wieder... Oh Mann, ich sei mal nicht so spissig, ey. Die Leute mögen das, wenn ich hier das Bär durch die Gegend tanze und ein paar Flyer verteile. Und außerdem bringst du alles Geld, oder nicht? Anscheinend nicht genug. Du weißt genau, wir müssen die Miete bezahlen und Sachen für Sarah. Das ist rausgeschmissenes Geld. Ja, Nächchen, guck mal. Mit dem Ding komme ich von A nach B und schneller als zu Fuß. Und außerdem nach der Autopleite habe ich mir gedacht, vielleicht irgendwas ohne Motor ist vielleicht ein bisschen besser, oder nicht? Wofür musst du denn von A nach B kommen? Du hast doch noch nicht mal einen festen Job. Mann, was nicht ist, kann ja noch werden, oder nicht? Hey, ganz ehrlich, du bist so ein Kindskopf. Jetzt hast du auch noch Sarah aufgeweckt. Mann, es ist doch nicht meine Schuld. Du hast doch hier rumgeschrien, oder? Und deswegen ist Sarah aufgeweckt. Ah. Und kurz drauf hat der Herr Edel hier bei mir geklingelt und wollte zu mir auf den Balkon. Und von da aus hat er dann mit einer Kordel einen Blumenstrauß zu seinem Balkon runtergelassen. Ach, dann war der Herr Edel also heute Morgen auch bei Ihnen in der Wohnung? Ja, aber der kann mir das Geld nicht gestohlen haben, weil den habe ich ganz genau beobachtet. Dem traue ich nämlich schon 2-mal nicht über den Weg. Sind Sie sich sicher, dass der Herr Edel die Gelegenheit nicht zum Diebstahl genutzt hat? Nein, der war es nicht. Das war die Nele, seine Freundin. Baby. Oh. Bist du nicht mehr böse, oder was? Du bist so ein verrückter Spinner. Na ja, da verliebst du mich doch, hm? Na klar, aber ich war schon echt erstaunt, als das Geld da oben vom Himmel gerieselt ist. Jetzt tu doch nicht so. Ich meine, dass du dir wieder irgendwas einfallen lässt, damit wir unsere Schulden bezahlen können, das war ja klar. Was meinst du denn, Nele? Aber das Geld können wir jetzt echt nicht für die Miete verwenden. Ich meine, das ist schon ein bisschen auffällig, oder? Nele, wenn du meinst, ich... Immerhin war auch die Polizei da. Die haben ja alles durchgesucht und mich verdächtigt, das Geld geklaut zu haben. Aber die konnten nichts finden, weil das süßeste Baby der Welt drauf gesessen hat. Du bist so ein Held. Wegen dir können wir uns endlich wieder was leisten. Ich glaube, dann schuldest du mir das Müll, oder? Na klar. Mhm. Obwohl sich der Vermieter sicher ist, dass Marvin das Geld nicht gestohlen hat, will Simone Dahlmann mit dem Freund ihrer Mandantin sprechen. Hallo Frau Lorenz, ist Ihr Lebensgefährte zu Hause? Marvin? Wieso? Ich hätte gerne mit ihm gesprochen. So wie es aussieht, war auch er heute in der Wohnung von Herrn Huber. Er ist momentan nicht da. Wann kommt er denn zurück? Vielleicht kann ich auf ihn warten. Der ist arbeiten in so einem Spielzeugladen. Mit so einem Bärenkostüm und verteilt Flyer. Tatsächlich? So spät noch? Ja, außerdem muss ich echt sagen, ich habe momentan mega Kopfschmerzen. Können Sie gerne mal morgen wiederkommen? Ja gut, dann mache ich das. Gute Besserung. Dankeschön. Ich frage mich, warum meine Mandantin ihren Lebensgefährten verleugnet. Ich habe den Bärenkopf doch ganz deutlich gesehen.
Also ist Herr Edel zu Hause. Ist er vielleicht der Dieb und meine Mandantin deckt ihn? Hat sie sich deshalb das Märchen von diesem Geldregen ausgedacht? Damit tut sie sich jedenfalls keinen Gefallen. Als Neles Schwester am nächsten Morgen auf dem Weg zur Bäckerei ist, trifft sie ihren Nachbarn Steffen Leutner. Ach, guten Morgen, Frau Nachbarin. Morgen. Mama, hast du nicht gut geschlafen? Du siehst ja ganz schön fertig aus. Danke fürs Kompliment. Nee, ich bin auch fertig. Die Sorgen um Nele hören einfach nicht auf. Und jetzt wird sie auch noch verdächtig, Geld gestohlen zu haben. Was? Das kann ich mir bei der ja überhaupt nicht vorstellen. Dafür ist sie ja gar nicht der Typ. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Keine Ahnung. Guten Morgen. Ach, morgen, Frau Dahlmann. Das ist mein Nachbar Steffen Leutner. Hallo, Steffen, das ist die Anwältin von Nele, Frau Dahlmann. Okay. Gibt's was Neues? Ich war gerade bei Ihrer Schwester, aber es hat niemand aufgemacht. Ich würde gerne mehr über den neuen Lebensgefährten Ihrer Schwester erfahren. Den Papa Marvin? Ich kenne ihn zwar nur vom Sehen, aber ich dachte eigentlich, er wäre ganz okay. Nee, das täuscht. Marvin ist ein absoluter Chaot. Er hält sich für einen Künstler, aber in Wahrheit zieht er sich alberne Kostüme an und lässt sich mit Touristen fotografieren. Verstehe. Nur das, was ich tue, zeigt, wer ich bin. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Aber wo? Ich weiß echt nicht mehr, wie das weitergehen soll. Ach, Rebecca, das wird sich bestimmt alles zum Guten wenden. Das habe ich im Gefühl. Schön wär's. Warum wollten Sie eigentlich was über Marvin wissen? Weil auch er gestern Vormittag in der Wohnung des Vermieters war. Aber Herr Huber hat ihn als möglichen Dieb ausgeschlossen. Ja, aber klar, das war Marvin, das passt zu dem. Also ganz ehrlich, und meine dumme Schwester deckt ihn jetzt auch noch und erzählt im Mist vom Geldregen. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Tut mir leid, aber die Arbeit ruft, ich muss los. Wiederschauen. Ciao. Ja, bei dem haben Sie aber mächtig einen Stein im Brett. Was? Nee, das wäre mir aufgefallen. Können Sie mir denn sagen, wo ich den Herrn Edel finden kann? Ja, vermutlich in der Innenstadt, in der Irisstraße. Der verteilt dort Flyer. In der Stadt entdeckt Simone Dahlmann den Freund ihrer Mandantin schnell. Marvin ist ja auch nicht zu übersehen. 10% bei Stefan Pilger, also mit nur diesen Flyer-Abteilung. Sie heißen 10%. Gute Frau, 10%. Wunderschöne Frau, wunderschöne Frau. Nehmen Sie diesen Flyer, erhalten Sie 10% auf alles. Marvin, altes Haus. Habe ich dich endlich gefunden? Hey, Tom, Dicker, alles gut? Ich will meine Kohle endlich. Keine Ausflüchte mehr. Ich warte jetzt schon echt seit Wochen auf meine 150 Eier. Tom, mach mal nicht so eine Welle jetzt hier. Halt mal bitte. So, alles gut. Das kannst du auch halten. Guck mal. Komm mal her. Ist das dein Geld? Geht doch. Haben wir das so nicht gerechnet, oder? Alles so lange gewartet hast, schau mal her. Guter Junge. Kommst du noch mal 10 Euro? Zinsen, okay? Danke, Mann. Bist ein guter. Ja, hallo? Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Max Huber. Mein Großonkel Eddie hat mich beauftragt. Sie wissen schon, Ihr Vermieter. Könnten Sie mal bitte hierbleiben? Mein Kind versucht gerade zu schlafen. Entschuldigung. Oh, keine Angst, Tom. Ich würde mich nur mal ein bisschen umsehen. Billig. Also, hören Sie mal, was ist das für ein Verhalten, was Sie an den Tag legen? Also, wenn ich hier einziehe, wird hier erstmal frisch tapeziert und gestrichen. Ah ja, und sehen Sie bitte zu, dass Sie Ihre Sperrmüllmöbel mitnehmen, wenn Sie gehen. Also ganz ehrlich, was heißt denn hier einziehen? Wir haben nicht vor, nächster Zeit auszuziehen. Tja, das werden Sie wohl müssen. Das ist Ihre Kündigung. Mein Großonkel hatte Ihnen eine Frist gesetzt. Sie sollten heute Morgen Ihre Mietschulden bezahlen. Und da Sie diese Anforderung nicht Folge leisten können, war's das für Sie, junge Dame. Ja, aber heute ist doch noch nicht vorbei. Natürlich nicht. Und dass Sie meinen Großonkel bestohlen haben, ist nur ein Grund mehr, um Sie vor die Tür zu setzen. In diesem Sinne, ich wünsche einen schönen Tag. Ich finde selbst hinaus. Mach. Oh. Da, du bist doch. Danke dir. Hallo, wunderschöne Frau. Schauen Sie mal. Ja, lassen Sie das.
Simone Dahlmann, ich bin die Rechtsanwältin Ihrer Freundin. Hallo, Frau Dahlmann. Hallo. Ich habe schon einiges von Ihnen gehört. Ich von Ihnen auch. Würden Sie mir bitte das Geld zeigen, das Sie gerade von Herrn Edel bekommen haben? Wieso das denn? Das ist mein Geld. Das Geld stammt möglicherweise aus einem Diebstahl. Die fraglichen Scheine sind markiert. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Marvin? Ja, zeig's dir doch. Ist kein Problem. Hier ist gar nichts geklaut. Die Scheine sind sauber. Ja, das sag ich doch. Danke. Glück gehabt. Mach's gut. Wir sehen uns. Frau Dahlmann, ich habe schon gehört, dass Nilchen verdächtigt wird, dass sie dem alten Huber Geld geklaut hat. Aber ich sage Ihnen eins, Frau Dahlmann, meine Freundin ist unschuldig. Was denn eigentlich mit Ihnen? Sie waren doch gestern auch bei Ihrem Vermieter zu Hause. Also jetzt mal halblang, Frau Rechtsanwältin. Ich habe überhaupt nichts geklaut. Genauso wenig wie Nilchen. Wie konnten Sie denn dann auf einmal Ihre ganzen Schulden bezahlen? Frau Dahlmann, ich habe einen Job ab nächster Woche bei so einem Bauunternehmen. Und ich habe einen ganz coolen Chef, und mir der hat gesagt, ich gebe dir hier so einen kleinen Vorschuss. Zahl deine Miete, guter Junge. War's. Und wie heißt Ihr neuer Arbeitgeber? Das werde ich Ihnen jetzt bestimmt nicht hier auf der Straße sagen. Es läuft alles so ein bisschen unter der Hand, wenn Sie mich mal schnell halten würden. Ich muss nicht weiter. Ich muss mal ein bisschen als Bär durch die Gegend tanzen. Und ich hoffe, Sie entschuldigen mich. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ja, hallo, Frau Lorenz. Bleiben Sie ganz ruhig. Ja, ich bin unterwegs. Beruhigen Sie sich. Bis gleich.